Anderthalb Minuten können endlos lang sein. So lange brauchen die Besten der Besten für die anderthalb Kilometer im Olympischen Eiskanal. Und obwohl Deborah Levy und ihre Pilotin Laura Nolte vor dem entscheidenden Lauf einen ordentlichen Vorsprung haben, zittern David Korell, Bundesstützpunkttrainer der deutschen Sprinter in Frankfurt, und Deborahs Leichtathletikteam fast wie Espenlaub. Als Trainer sitzt man nebendran und kann jetzt nichts mehr machen, kann das Geschehen nur noch beobachten. Und da im Bob viel passieren kann, kann man sich auch mit so einem großen Vorsprung vom letzten Lauf nicht 100% sicher fühlen. Die Aufregung ist riesig. Ich meine, wie irre ist es, dass Debbie und Laura heute eine Medaille bei Olympischen Spielen gewinnen können. Von daher sind wir maximal aufgeregt, fiebern total mit. Aber sie haben sich ja in den ersten drei Läufen sehr souverän präsentiert, sodass wir guter Dinge sind. Die Aufregung ist auf jeden Fall sehr groß, aber wir haben natürlich vollstes Vertrauen zu Debbie. Die Debbie ist die beste Bobanschieberin der Welt. Und deswegen wird das Ding heute nach Hause geholt. Die 24-jährige Mittelhessin, die ihre sportliche Karriere als Leichtathletin beim TV Dillenburg begann, hat Bob Deutschland schon zur Europameisterschaft angeschoben. Heute soll der absolute Höhepunkt folgen, Olympiagold. Mehr geht nicht, findet auch ihr Trainer, und ist froh, dass Deborah den Wechsel von der Tartan auf die Eisbahn gewagt hat. Sie trainiert eigentlich noch ganz normal wie die anderen Leichtathleten, etwas kraftintensiver. Aber es hat dann sofort sehr, sehr gut funktioniert und war, glaube ich, dann 2019, 2020 und 2021 mit die schnellste Anschieberin in Deutschland und auch auf der Welt. Und das ist jetzt wirklich unglaublich, dass es so schnell geklappt hat. Und Bob Deutschland fliegt weiter durch den Eiskanal. Schon als Kind träumt Deborah Levy davon, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Statt Sommerspiele sind es jetzt Winterspiele, und es lohnt sich. Die 24-Jährige holt Gold nach Hessen und weiß offenbar, wer hier mitgefiebert hat. Zu meinem Heimtrainer David Korell, zu allen Freunden. Ganz großer Sport, also unglaublich, sehr emotional. Und dass das jetzt ja bei den ersten Olympischen Spielen direkt zu Gold gereicht hat, ist unglaublich, ja. Ich glaube, ich zitter noch richtig, unglaublich einfach, mega. Die Mädels Gold geholt, Olympiasieg, unfassbar. Ich freue mich mega, ich habe es angekündigt, sie haben es gemacht und einfach geil. Das Duo Nolte-Levy holt das 11. deutsche Gold in Peking. Teamkollegin Marima Jamanka komplettiert den deutschen Erfolg mit Silber. Kim Kalicki aus Wiesbaden bleibt der undankbare 4. Platz.